Am Arsch. Warum hier abbiegen? By the way, ach, da hinten kommt's, okay. Drachen. Bei hinten, ehrlich gesagt, noch nie drin. Ja, du musst ja auch für die Quest da rein. Woher kommst du ja nicht da rein? Für welche Quest? Na, die BT-Quest, Versorgungsparty. Hä? Warte, komm mal zurück, wir müssen hier rechts abbiegen. Versorgungsparty habe ich aber auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, aber du musst die Quests weiterführen. Irrweg duckt sich. Lass bloß den Mob stellen, ja. Ja, ja. Ich versuche hier nicht zu adden. Hier für Leute gibt. Da oben nehme ich schon immer Officer. Dann lernt nie aus. Seid froh, dass wir den Obscura nicht mehr machen müssen. Turzon, der Untote. Sagen, warten wir auf Kev. Ja. Wegen D-D-D-Match. Aber ich denke, er wird trotzdem gut fallen. Ausschmausig, warum sind wieder die Grafikeinstellungen anders? Kevin, wie sieht's eigentlich aus, wo wir mal wieder 2 Jahre Urlaub laufen? Ja, aber natürlich nicht. Mach mal. Natürlich nicht. Wer hätte auch denken können, dass er dann so viele Ads spawnt? Was gelab, ich bin wieder da. Grüße, Visali. Bibi, Visali und willkommen in der Aufnahme bei Bremmer LP. Hallo, Visali. Ja, wirklich. Wirklich. Wir sind nämlich gerade BT und so. Wieso seid ihr hier oben? Ja, das geht doch gar nicht an. Spontan. Spontan. Achso, ich höre auch gerade aus der Regie, ich muss weg. Alles klar, auch rein. Ich habe ihm noch gar nichts geschrieben. Was? Was? Welche Regie? Hier sitzt keiner mehr, der irgendwo noch was macht. Das denkst du. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde da nicht irgendwie wie eine Marionette irgendwo geleitet, so. Oder? Was macht mein Arm hier? Verdammt. Der greift sich jetzt gerade. Kippen. Hust. Ja, ja. Was? Was macht der? Regie, was macht, was macht denn sonst? Wichsen natürlich. Was ist schon? Ein wenig passen. Jetzt schreibt er mich hier an. Na, Fappen tut doch zumindest noch den ganzen Tag und Tag und Jahre. Naja, das Doppelte immer wegrechnen, ne? Scheiß Maus. Macht immer doppelt. Auf dem eine neue. Jupp, ne? Gut umhin. Niemals. Ja, ja. Pass Obscura. Beim Schießen ist es geil. Ah. Mahlzeit. Guck, da kommt der Kev. Oh, jetzt pack ich immer mein Rohr aus hier. Bitte. Hier geht die Tür, glaube ich, zu, ne? Oder war das mal? Das ist aber klein, Feier. Hätte ich mir größer vorgestellt. Na los. Ding ist fast so groß wie du? Nein, glaube ich eher nicht. Also eine richtige Prachtblume ist das hier. Dann mal Randa Miranda. Aber so richtig begeistert bin ich von der trotzdem. Die macht zwar ihre 6 hier. Oha, danke für das Mal. Alter, was? Ich hab dir gesagt, Alu, du bist damit beschäftigt, ja, immer das, Mana zu schieben. Das ist super, weil ich selber auch keine Mana habe. Ach ja. Pull! Ich werde mal mein Bestes tun hier mit Mana schubsen. Ja, Paya kann sich ja wieder klauen. Was sind das hier für Murmeln? Sollte man die vielleicht wegmachen? Ja, versucht jemand zu greifen. Ja, so scheiß. Aber anklicken kann man sie, das ich hab Mana. Ja, ein bisschen habe ich dir geschoben, aber gleich ist sie wieder weg. Ja, jetzt zum Beispiel wieder. Alter, was ist denn das für ein Boss? Geiler Boss, ne? Mhm.
Ah ja, da zieht noch ein bisschen Mana. Easy. Bisschen. Ein bisschen. Braucht der Templer Mana? Einmal gebe ich dir. Auf Damage Form nimmt er eigentlich schon ganz viel Mana weg. Beim Tempel. Ja. So, Mana wieder weg gleich. Mal kurz nochmal Mana hier. Kugeln machen auch so richtig eklige Geräusche. Ja, das kann man gar nicht mehr. Kann man gar nicht wissen, oder so. Immer wieder weg. Alter. Klingt ja richtig eklig. Sag ich doch. Jetzt kann ich gar nichts machen. Kennt kurz. Jetzt. Ja. Ach, mich, wie man das vor dem Update geschafft hat, ohne Mana. Wahrscheinlich gar nicht. Brubbel, brubbel, werden sich werden schon gedacht haben, Marv. Leck mir Staub. Was haben wir, blau? Hauptsache, da muss noch eh mal Mana ziehen, da Bob. Ja. Ja. Egal. Aber ich hätte jetzt echt Dings hier gebraucht, den Stigma dafür. Jetzt sind da hin. Du kannst mich mal am Arsch lecken, Zygnus. Da geht's lass zum das Ed in Ruhe, lass das Ed in Ruhe. Da geht's zum anderen Boss. Ach, den Schattenschreiter, okay. Ja, der ist ekelig. Ganz ekelig. Warum? Ganz ekelig. Was kann der? Kannst du mal adden. Auf jeden Fall wirst du platzen. Stark platzen. Warte mal. Will man die Dinger dann aber machen? Na, wie weit kommen sie noch? Theoretisch drehen sie um. Ne, da kommt noch einer. Nee, das dreht. Tschüss. Oh, nee, dann. Naja, hol ihn weg. Hau ihn halt. Da kommt noch was. Irgendwie kommt Skura dumm sich. Ja, das ist die Beste. Auf eine Art kam mir der Mopo ganz gelegen. Oh, ich weiß genau, was ich... Hey, Azu, hallo. Willkommen in der Aufnahme. Bei Brennwert LP, welche Aufnahme denn sonst? Ach so, gut, dass du es erwähnt hast. Wir machen gerade Gruppenruppeln im BT. Mhm. Ah ja, wie immer ganz vorn. Was schreibt der Visali? Hallo, ich bin gut gebaut und bestens bestückt, suche dauerhaft weibliche Begleitung ZW 23 und 30 für romantische Spaziergänge oder einfache Bettbekanntschaften. Weh, mi. Im Dreier wollte der das schreiben. Typisch. Kommt ihr? Ich habe jetzt schon angefangen zu adden. Ja, ja. Achso. Wieso sollen wir da kommen? Ach, du platzt einfach und gut ist. Ja, ja. Aber ich hatte den Channel hier auch mit Passwort versehen, aber ich weiß, wer die Rechte hat, hier reinzukommen, die sind ja eh in der Aufnahme immer vertreten, also in dem Fall, also passt. Ich bin mir gerade aufgefallen. Nee, bist ja, ja, fällt ja dann erst auf, wenn du keine Rechte hast halt, ne? Rein logischerweise irgendwie. Das stimmt. Aber hat er Visalis mitgekriegt, dass ich das gerade jetzt mal für YouTube vorgelesen habe? Genau. Und dass ich hat er bestimmt, er ist ja hier auf nur Micro-Mute und nicht komplett Mute. Ich mit dir, der lacht gerade, sich erinnert. Oh, der schmeißt die Katze raus. Aus dem Fenster, im dritten Stock. Ja, ich höre gerade wieder zu. Ah, mich nervt das Headset-Kabel hier gerade wieder, ich muss da mal was machen. Abschneiden am besten. So, wollen wir? Was soll der denn das Gekicher, also? Ja, Kabel abschneiden ist immer witzig. Ja, Kabel abschneiden ist sehr witzig. Das funktioniert dann immer ganz gut. Oh, und wieder Widerstand, Alter. Verdammt. Wieder Widerstand.
Den hätte ich mir auch sparen können. Egal. Dublung. Mahlzeit. Nur am Rumpupsen der Feier hier. Aber mit Mund. Achso, das war für YouTube gedacht. Also, an der Stelle erwähnt, der Visali sucht eine nette Bekanntschaft ab 23 bis 30. Wie alt ist er? Weiß ich nicht, Visali. 10. Das hat er dir gestern gesagt, Marcel. Achso. Du weißt doch, ich bin. Also gestern habe ich dann eine Firma mitbekommen. Ja, das ist doch dein Pech, nicht meins. War spät. Tschüss, bis das Mariana und Sauerkraut gespielt haben. Ja, und da hat Visali gesagt, wie alt er ist. Was ihr habt. Zuhören kannst, was ihr habt Pech. Euch am Sauerkraut rumgespielt, Alter, seid ihr verärgert. Ja, du hörst doch bloß, dass du was du willst, Feier. Na, das sowieso. Naja, Marcel, Kirsten und Visali haben das gespielt. Ich frage mich gerade, ist das gemeint ab 23 bis 30 Level oder Alter? Nee, egal. Nicht mal Level. Nur Level, würde ich sagen. Die dich im Hype verfolgt hat. Ja, wie viel haben wir? Doch, denn der ist in der Mitte lang gelaufen. Ja, wir haben ja ein bisschen. Aber es wird langsam langweilig. Das ist doch schon nicht mehr. Nicht mehr feierlich. Wenn theoretisch brauchen wir hier nur 4 Mobs wegnehmen, ne? Dann gleich an dem Boss und dann laufen wir außen rum. Ja. Den Rest lassen wir stehen hier. Ja. 4 Mobs. Kann man machen. Kann man aber auch lassen. Nee. Wäre schon cool. Ja, also rein theoretisch könnte man jetzt schon mal einen Boss. Ich nehme dann den scheiß Bogenschütze, wenn er kommt. Und weg von der Mauer. Oh, das ist der Baywatch-Boss. Baywatch? Ja, ah, ja. Some people. Wegen des Lomo. Ja, ja, ja. Hier, der David Hasselhoff, in Persona. Langsam Slow Motion über den Strand gelaufen. Die Musik ist hier cool. Ich hab überhaupt keine Musik. Ne? Ich glaub, ich die meisten nicht. Ja, die meisten machen Musik aus. Ich ja eigentlich auch, aber fürs letzte Mal mache ich halt so an. Nicht so nah an der Mauer, wenn's geht, oder? Ne? Ja. Ich mein's ja noch. Wieso denn eigentlich? Wegen Resetten. Darf ich mal vormachen? Wegen Kassetten. Mhm. Was haben Kassetten mit BT zu tun? Oh, bist aber oldschool feiern. Echt? Ja, ich hab wirklich noch ein Video Rekorder. Ich hab auch passende Kassetten dazu. Gina Wild. Ja, so. Was denkst du denn? Das ist Pflichtprogramm, Gina. Wenn's auf Bam. Ja, auf Schloss rum. Das klappert mir so. Ja, schon wieder nur China. Seid alle zu hoch. Hey, Zyklus und ich sind unschuldig. Ja, aber die anderen. Ich lauf mal hier außen rum. Lalalalalala. Garten des Todes. Garten der Gräber. Oh Mann, ist das eine teuer auf dich, die Kasse. Ja, ja, Feier und Maße. Schämt euch. Was seid ihr noch nicht 65? Ich bin auf dem besten Wege hin. Ups. Oh Mann, dieser war sehr doof. Wow, wer hat denn hier schon wieder geaddet? Einer von euch gewesen sein. Die fallen ja alle runter. Los, irgendwas mach auf. Oh, ich hab auch ein bisschen was geaddet. Egal. Es ist denn eigentlich gar mitgenommen, Katamalis? Auf jeden Fall kein Gladi. Mann. Na? Wirklich? Seid ihr denn alle schon Beschwörer? Ja, guck doch mal meinen Feuergeist an. Der ist aber cool. Ja, den habe ich neu überskinnt. Ist jetzt blau. Und dreifach so groß. Ja. Hallo, das ist eigentlich das ist über ein Dreifach. 80. Nee, Sturm... Dings... nicht Sturm... hier, wie heißt er? Großen überhaupt Blasen. Der ist doch genauso groß oder fast so groß, ne?
Was? Sturmschwinger? Nicht Sturmschwinger. Geist, der große. Bloß er hat die Einfahrt verpasst. Sturmgeist, so, genau. Der ist auch ähnlich so groß. Ja, der ist ein bisschen kleiner. Bisschen kleiner, ja. Und der ist rot. Ja, aber das ist natürlich der Feuergeist von. So, Nase raus. Ecke. Leute. Was? 200.000? Wow. Ja. Mehr war nicht drin. Ich hab gesagt, die Kasse ist dürftig. Aber ich glaube, meines Erachtens erhalte der Sturmgeist ist von den Asmus auch kein Schild, oder? Der Sturmgeist von den Asmus ist Lavageist. Ja. Lass mich doch in Ruhe. Ich geh heulen. Warte, ich geh weg. Oder Magmageist. Oder Pipapo. Magmageist, war das? Ah, naja, dann. Ach, was meinte ich denn drauf?